grüße euch, Paraguay Live. Wie ihr seht, die Sonne schon ganz hoch, obwohl es noch ganz früh ist. Liebe herzliche Grüße aus dem sonnigen Paraguay. Ich bin der Pit und das heutige Thema folgt sofort. So, das heutige Thema: Haus verkauft in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Ich habe euch dazu auch ein Video gemacht, werde ich euch hier verlinken. Aber wie gesagt, kleine Erklärung zu dem vorherigen Video. Also falls ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch gerne das erste Video anschauen. Und sonst bleibt ihr gleich bei dem zweiten Video. Bis dann. So, also ich werde das in drei Teile aufteilen. Einmal, falls ihr deutsche Staatsbürger seid und ein Haus in Deutschland verkauft, dann seid ihr bei dem ersten Teil auf jeden Fall herzlich willkommen. So, der zweite Teil handelt sich um die Schweizer, das heißt schweizerische Staatsbürger und das Haus in der Schweiz. Und der dritte Teil handelt um Österreich, also österreichische Staatsbürger und das Haus in Österreich. Also bleibt dran. So, also fangen wir jetzt bei den Deutschen an. Also grundsätzlich gibt es nicht so viele Unterschiede. Nehmen wir mal an, ihr habt ein Haus in Deutschland. Wir zwar als polnische Staatsbürger hatten wir auch ein Haus in Deutschland, aber grundsätzlich geht es darum, um die Staatsbürgerschaft zuerst. Ja, also ihr habt das Haus in Deutschland und habt das Haus verkauft oder habt vor, das Haus zu verkaufen, um letztendlich in Paraguay das Geld, den Erlös zu investieren bzw. davon leben zu können. Wie auch immer. Ganz normale Vorgehensweise, die im Prinzip auf die ganze Welt praktiziert wird. So, das ist nämlich ja wichtig, was ihr für Dokumente braucht. So, das Wichtigste für euch gilt im Prinzip Notarvertrag, klar. Also sowohl in Deutschland als auch in Paraguay braucht ihr einen Notarvertrag, um eine Immobilie oder ein Haus zu veräußern. Okay, was aber wichtig ist, was ihr am besten macht: Ihr macht direkt 3 oder 4 Kopien. Ja, also beglaubigte Kopien beim Notar direkt. Also original gibt es nur 1 und sonst macht ihr noch 3 oder 4 zusätzliche Kopien. Da kostet natürlich beglaubigte durch das Notariat beglaubigte Kopien, die ihr hier auf jeden Fall gebrauchen wird. Müsst das bei der paraguayischen Botschaft in Berlin bzw. bei dem paraguayischen Konsulat in Frankfurt am Main beglaubigen lassen bzw. legalisieren, wie auch immer. Ihr bezahlt eine Gebühr und bekommt im Prinzip die Bestätigung dafür. Ohne geht es nicht, beziehungsweise ohne die Beglaubigung beziehungsweise Legalisierung der paraguayischen Botschaft beziehungsweise des Konsulats geht nichts, zumindest offiziell nicht. Da bekommt ihr so oder so Probleme mit der Anerkennung des Geldes. Und da komme ich ja zum zweiten Punkt. So, ihr braucht im Prinzip ein Bankkonto in Paraguay, um das Geld bzw. Verkaufserlös von Deutschland aus nach Paraguay in legaler Weise zu überweisen. Das heißt, die Banken von euch werden es verlangen, auf jeden Fall Cedula, also das ist der paraguayische Personalausweis, bzw. als Mindeste die Dauerhaltaufenthalt hier in Paraguay und den
Personalausweis. Das ist von Bank zu Bank unterschiedlich. Auf jeden Fall, was wichtig ist, ist die beglaubigte Kopie des Kaufvertrages, also sowohl durch die Notarin in Deutschland als auch die Legalisierung durch die paraguayische Botschaft. Da kommt ihr Deutsche nicht drum herum. Also so ist es Stand Januar 2022. Okay? So, die dritte Sache ist, die Bank, also hier die paraguayische Bank, wird von euch das so oder so verlangen. Ja? Die Übersetzung macht ihr auf jeden Fall hier in Paraguay. Erstmal ist es preiswerter und einfacher, aber vor allem, was wichtig ist, ist, dass hiesige Übersetzungen hier gelten. Ja? Also es wird anerkannt durch die Ministerien und da habt ihr gar keine Probleme. Falls ihr das in Deutschland macht, kann euch natürlich passieren, dass die Übersetzung hier in Paraguay nicht anerkannt wird. Das heißt also, ihr bezahlt doppelt. Einmal in Deutschland und einmal in Paraguay. Deshalb, wenn ihr das alles so befolgt und macht, auch das über unseren Team, passiert euch gar nichts. 100%ige Sicherheit. Also ich habe hier schon 19 Jahre Erfahrung und unsere Teampartner sind hier praktisch geboren. Von daher geht ihr davon aus, dass es zu 100% funktioniert. Das, was die Deutschen angeht. Jetzt kommen wir zu den Schweizer. Also schweizerische Staatsbürger. Ihr habt zum Beispiel ein Haus in der Schweiz verkauft oder habt es vor, es zu verkaufen. Im Prinzip ist es fast das Gleiche. Es geht nur viel einfacher. Klar, notariell auf jeden Fall. Ihr braucht das Notariat. Die notarielle Beglaubigung, also die Kopien macht ihr so oder so, es kann euch nicht schaden, das ist eine gute Investition, glaubt mir das. Und ihr braucht aber nur die Apostille. Also keine Legalisierung durch die paraguayische Botschaft. Das entfällt. Nein, nein, nein. Okay? Also, in diesem Fall schweizerische Staatsbürger, schweizerischer Besitz. Auf jeden Fall reicht eine Apostille. Und was drüber steht, ist die Staatsbürgerschaft. Das ist ja wichtig. Also bei deutschen Staatsbürgern braucht ihr so oder so die Legalisierung und bei den Schweizer braucht ihr das nicht, also nur Apostille. Okay? So, die dritte Sache, ähnlich ist es bei den Österreicher, praktisch fast das gleiche wie bei den Schweizer. Haus verkaufen, Notarvertrag logischerweise oder über das Notariat. Dann die Kopien ziehen, 3, 4, wie auch immer, das Geld ist immer gut angelegt. Und dann nur Apostille, ohne Beglaubigung oder Legalisierung durch die paraguayische Botschaft. Also das entfällt auf jeden Fall. Und gleich eine kurze Zusammenfassung. So, also kurze Zusammenfassung, Deutsche. Was notwendig ist, ist die Legalisierung durch die paraguayische Botschaft bei allen anderen Nationen. Ich vereinfache das einfach mal so. Also nicht nur die Schweizer, Österreicher, auch Polen, Russen, Rumänen und andere Nationalitäten ist überhaupt gar kein Problem. Braucht ihr nur die Apostille. Okay, also das ist ja wichtig. Ich hoffe, es kam gut rüber. Falls ihr noch Fragen habt, gerne bitte unten in den Kommentaren anschreiben. Ich habe mittlerweile so viele Anrufe, dass ich wirklich in einer Woche noch dranhängen muss, falls ich die bekomme. Also wichtig ist am besten unten in den Kommentaren zusätzliche Fragen stellen. Da habt ihr bei meinen Antworten auf jeden Fall den Vorteil,
dass ihr alle davon profitieren. Also alle, meine ich alle Zuschauer, alle Fans und alle, die sich die Videos anschauen. Und nicht nur jeder Einzelne. Also, vielen Dank, mach's gut. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, einfach Likes nach oben, teilt das Video, Facebook, Twitter oder Instagram oder auch per E-Mail an eure Freunde, Bekannte, die natürlich Interesse daran haben. Ich hoffe sehr, dass wir uns in Paraguay sehen und unser Paraguay-Live-Team, also auch ich persönlich, kann euch auf jeden Fall weiterhelfen. Also, falls ihr Fragen habt, immer bitte unten stellen oder mich anrufen. Danke, mach's gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.